Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Alice Weidel gegen das Klimakatastrophen-Narrativ ankämpft und was sie vielleicht noch hätte tun können, wie sich Katrin Göring-Eckardt einen peinlichen freudschen Versprecher geleistet hat und was es sonst so Interessantes, Auffälliges an der Sendung zu sagen gibt. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Und zwar rein, wie Sie jetzt hier stehen, nicht politisch gemeint, Herr Lindner, Christian Lindner, FDP, Dietmar Bartsch, Linkspartei, Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90, Die Grünen, Jens Spahn, CDU, Franziska Giffey, SPD, Alice Weidel, AfD und Alexander Dobrindt, CSU. Ja, wie geht's Deutschland? Das spiegeln der Politik heute Abend natürlich die Menschen in diesem Land, die sich hier einmischen mit Fragen, mit Anliegen. Vielleicht in ein, zwei Sätzen bitte nur. Till muss nämlich gleich wieder schlafen. In ein, zwei Sätzen, was ist das für ein Deutschland, in dem dieses Baby in 20 Jahren leben wird? Fangen wir vielleicht mit Frau Göring-Eckardt an. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, das darf man ja jetzt noch sagen und ich hoffe, dass Till in einer friedlichen Welt, in einer guten Welt aufwachsen kann. Und die Frage ist ja jetzt, ob wir was tun, damit er in 20 Jahren nicht davon belastet ist, dass die Klimakrise immer weitergeht, dass die Erhitzung der Städte immer weitergeht, dass Till so aufwachsen kann, dass er noch selber frei entscheiden kann. Es ist ja sogar das Bundesverfassungsgericht gewesen, das gesagt hat, es geht um die Freiheit der kommenden Generationen bei der Klimafrage und hat der jetzigen Regierung, der alten Großen Koalition aufgegeben, da muss mehr passieren. Und deswegen für Till, für meine Enkelkinder, für alle anderen, wir müssen jetzt endlich richtig viel unternehmen, dass es nicht so weitergeht, sondern dass wir eine Veränderung herbeiführen. Was wir da genau unternehmen müssen, da werden wir natürlich nochmal drüber reden. Zwei Sätze, Frau Weidel, was ist Ihr Deutschland, Ihre Vision von Deutschland für das kleine Baby aus Lübeck? Also auch erstmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch für das Kind. Das Kinder sind ein Geschenk des Lebens. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft. Und welches Deutschland wünschen wir uns? Wir wünschen uns ein Deutschland für Kinder, das in Zukunft auch noch sicher ist, ein vernünftiges Ausbildungssystem hat, wo die Standortfaktoren stimmen, wo die Menschen sicher leben können mit guten beruflichen Perspektiven und mit einer perfekten Ausbildung. Das ist eine tragfähige Zukunftsvision von Deutschland. Okay. Viele junge Menschen machen sich Sorgen. Grund dafür ist der Klimawandel. Naturkatastrophen wie Dürren, Stürme oder Starkregen werden immer häufiger. Julia Wischnewski engagiert sich deshalb schon seit Jahren bei Fridays for Future. Ich bin aktiv, weil die Politik nicht handelt. Wir stehen hier mitten im Katastrophengebiet und sehen, welche verheerenden Auswirkungen die Klimakrise hat. Die Auswirkungen musste die 16-Jährige am eigenen Leib erfahren. Ihre Familie lebt im rheinland-pfälzischen Liers, nur einen Steinwurf von der Ahr entfernt. Auch sie ist von der Flutkatastrophe betroffen. Erstmal war natürlich gar nicht klar, ob wir uns retten müssen, weil wir hatten ja auch keine Anweisungen. Und dann haben wir uns aber entschieden zu gehen. Ja, und dann sind wir raus durch die Hintertür, haben uns an den Händen gepackt, sind durchs Wasser gestampft. Und ja, man hatte einfach das Gefühl, einem wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Das Einzige, was dir noch Halt gegeben hat, war die Hand vor dir. Die Erinnerungen an die Flut machen Julia wütend und fassungslos. Ich habe alles erlebt. Ich habe gesehen, wie Leute eingesperrt waren von den Wassermassen, um ihr Leben bangen mussten, nicht mehr fliegen konnten. Und es zeigt zum einen das Versagen im Thema Klimaschutz auf und zum anderen auch das Versagen im Thema Hochwasserschutz und Katastrophenschutz. Solche Starkregenereignisse sowie zunehmende Trockenheit und Hitzeperioden wirken sich auch auf den Wald aus, den wichtigsten CO2-Speicher. Für Jan, Simon und Felix, drei Studenten der Forstwissenschaft aus Göttingen, ist das trauriger Alltag. Dort in den Wäldern, wo ich noch als Kind gespielt habe, stehen heute keine Bäume mehr. Und Grund ist der Klimawandel. Und in diesem Moment realisiere ich immer, dass das kein Spaß ist und dass das keine Theorie ist, sondern dass es bittere und ernste Realität ist. Auf ihrem YouTube-Kanal Forst erklärt, informieren sie seit März 2020 darüber, wie katastrophal der Zustand des Waldes ist und was an gesunden Bäumen so wichtig ist für das Klima. Die Speicherfunktion und Schutzfunktion, die der Wald hier mit dem Wasser übernimmt. Wald ist Wasserspeicher
und damit auch ein natürlicher Schutz vor Sturzfluten und Überschwemmungen, wenn er gesund ist. Doch dem Wald geht es so schlecht wie nie zuvor. Nicht nur ganze Fichtenwälder fallen dem Borkenkäfer zum Opfer, auch die als robust geglaubte Rotbuche ist schon längst betroffen. Das ist der sogenannte Schleimfluss an der Buche. Das ist eine Reaktion des Baumes auf Trockenheit. Als würde der Baum wirklich bluten. Und es tut auch so ein bisschen weh, das so zu sehen, weil wir halt wissen, dass dieser Baum ja keine guten Chancen mehr im Klimawandel haben wird. Der Klimawandel ist eine so existenzielle Bedrohung für die Menschheit, für jeden von uns. Und wir als junge Menschen und die Generation, die nach uns kommt, wird, wenn wir nicht jetzt schleunigst etwas tun, definitiv kein lebenswertes Leben mehr haben. Julia sieht es ähnlich. Extremwetter wie der Starkregen im Ahrtal wird immer häufiger. Sie vermisst klare Antworten der Politik. Wir kriegen nur leere Worte zu hören, wie noch eine Schippe drauf oder wir brauchen unbedingt mehr Tempo beim Klimaschutz. Die PolitikerInnen haben unsere Zukunft, ja unser Leben in ihren Händen und sollten auch endlich mal anfangen, danach zu handeln. Tonk, deine Frage an die Politikerinnen und Politiker heute Abend. Ja, um vielleicht noch mal auf die Frage von eben einzugehen. Eine Welt in 20 Jahren, in Deutschland in 20 Jahren, habe ich momentan ein bisschen Angst vor, Thema Klimaschutz, weil der Weg, den wir gehen, keine einzige Partei hat ein 1,5 Grad konformes Ziel. Und ich frage mich, was soll daraus werden? Auch eben fiel der Satz, wir wollen im Einklang mit der Ökologie leben. Das wünsche ich mir auch, aber es passiert halt nicht. Und da stelle ich mir einfach die Frage, wie sollen WählerInnen und wie soll ich auch der Politik noch vertrauen? Ja, also wir müssen uns an dieser Stelle nochmal bewusst machen, in was für einer enormen Krise wir sind. Wir können uns gar nicht die Frage stellen, ob wir Wirtschaft und Klimaschutz in Einklang bringen. Das müssen wir tun, sonst bleibt uns nichts anderes übrig. Und es geht auch, es gibt einen sozial gerechten Klimaschutz. Das ist möglich. Und die Worte, die hier fallen, die sind schön. Und wenn das alles in die Taten gesetzt wird, dann würde ich mich freuen, 2030 aus der Kohle raus. Aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. 2020 wurde unter gelb-schwarzer Regierung in NRW ein neues Kohlekraftwerk ans Werk genommen. In Hessen wurde unter grün-schwarzer Regierung werden 45 Hektar Wald gerodet für eine neue Autobahn. Und erst nachdem das Verfassungsgericht das neue Klimagesetz als verfassungswidrig, teilweise verfassungswidrig erklärt hat, wurde es nochmal bearbeitet. Das klingt schön im Wahlkampf, aber es muss auch was passieren. Frau Weidel, die AfD. Können Sie der richtige Adressat sein für jemanden wie Julia, die sich sehr viel Sorgen macht über den Klimawandel? Ja, natürlich. Weil wir grundsätzlich sehr gut finden, wenn sich junge Leute für ein Anliegen engagieren. Und wir müssen da aber eine sachliche Diskussion führen und grundsätzlich die Ebenen trennen. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hochwasserkatastrophen nicht nachgewiesen ist. Wir hatten immer schon Hochwasserkatastrophen und die Frage, um solche erschütternden Bilder zu vermeiden und die auch Menschenleben gekostet haben, ist ein funktionierender Katastrophenschutz in erster Linie. Die Bundesregierung hatte Tage vorher die Warnungen vom Deutschen Wetterdienst als auch vom Europäischen Frühwarnsystem. Da müssen wir uns die Fragen stellen, warum hat das nicht funktioniert? Warum wurden die Menschen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben nicht gewarnt, um genau zu vermeiden? Also Frau Weidel, und vor allen Dingen jetzt nochmal, wir sind überhaupt gar keine Leugner. Ich möchte es gerne zu Ende führen und auch gerne so lange sprechen wie Sie auch. Ich glaube sogar, dass Deutschland den Sonderweg im Klimaschutz beenden sollte. Wir retten damit überhaupt gar nichts. Es muss eine internationale Anstrengung sein. Und dieser Sonderweg Deutschlands, den niemand international mitmacht, den Abbau von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen durch eine Restrukturierung der Energiewirtschaft als auch durch die Automobilindustrie kostet uns Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Die Automobilindustrie insgesamt schätzt das IFO-Institut auf 215.000. Okay, Frau Weidel, und aber so können ich muss wir Sie ganz kurz unterbrechen, so wenn ich wir Sie hatten einfach am Anfang, nicht, ich möchte kurz auf Julia nochmal zurückkommen, denn Sie hatten am Anfang ja gesagt, Sie wollen Julia und all den anderen, die sich große Sorgen machen, ein Angebot machen. Und dann haben Sie aber im Folgenden, anders als praktisch alle Wissenschaftler, abgestritten, dass es überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen Klimakrise und menschengemachten Tun.
Das passt doch nicht so richtig zusammen. Ich habe das Angebot jetzt noch nicht ganz gehört, was Sie eigentlich machen wollten. Das passt sogar sehr gut zusammen. Erstmal sind es nicht alle Wissenschaftler. Wir müssen wirklich die Fakten auf den Tisch legen und einfach mal sachlich darüber diskutieren. Es gibt Wissenschaftler wie Michael Schellenberger, der vorher Klimaaktivist gewesen ist, wie Fritz Fahrenhold, Herr Lüning. Aber jetzt diskutieren Sie ja wieder und machen das Angebot nicht. Nee, Herr Sievers, Sie haben ja gerade etwas aufgestellt, was einfach nicht stimmt, beziehungsweise ich Ihre Meinung nicht teile. Es ist einfach nicht so, dass alle Wissenschaftler diese Meinung teilen. Und da müssen wir doch ansetzen. Und Deutschland schafft den Anschluss technologisch nicht, weil wir nicht mehr in Forschungs- und Entwicklungsleistung hinein investieren, weil wir diesen Sonderweg einfach gehen. Wir kriegen das mit erneuerbaren Energien. Windkraft und Solarenergie werden wir es nicht hinbekommen, weil wir für den gleichen Energiebedarf den tausendfachen Flächenbedarf brauchen. Das funktioniert einfach nicht und die Wahrheit muss man den Menschen einfach sagen. Was können Sie den Schülerinnen und Schülern in Deutschland, aber ganz besonders natürlich NuHealth 10D, konkret versprechen, wenn Sie in den nächsten 4 Jahren an der Macht sind? Digitalisierung, darüber können wir dann sprechen, wenn wir dann irgendwann einmal Albanien im Netzausbau überholt haben. Deutschland rangiert nämlich dahinter. Und da hat man einfach geschlafen und da muss man jetzt auch gar nicht so groß von Digitalisierung sprechen. Man muss es einfach tun. Zum Ende des Monats wird es bei uns sehr, sehr knapp mit dem Sprit, dass ich in die Arbeit komme. Wie man halt sieht, eine Tankfüllung wird bei uns, wenn das Auto leer ist, an die 100 Euro kosten. Und das sind im Monat ganz, ganz schnell 400 Euro. Und jedes Mal, wenn ich tanken gehen muss, wird es mir einfach nur schlecht. Zusammen verdienen die Gollis 2.700 Euro netto. Inklusive Kindergeld kommen sie im Monat auf 3.400 Euro. Am Ende, wenn man Miete und Auto abzieht, bleibt davon weniger als die Hälfte. Die konkreten Vorstellungen der AfD, Frau Weidel, was würden Sie dieser Familie jetzt sagen? Anbieten können, anbieten, nicht nur sagen, sondern anbieten. Sehr viel sogar, aber die Misere, die diese Familie jetzt gerade beschrieben hat, trifft ja den gesamten Mittelstand. Die mittleren Einkommen, und das ist Fakt, sind am höchsten in Europa, in Deutschland, belastet durch Steuern und Sozialabgaben. Dementsprechend müssen die Einkommensteuern für Familien deutlich gesenkt werden. Wir schlagen ein Familiensplitting vor, also ein Übergang vom Ehegattensplitting hin zu einem Familiensplitting, und zwar, dass der Einkommensteuersatz proportional zur Kinderzahl sinkt, dass Familien eine echte Entlastung erfahren. Und wir haben es auch eben schon gehört, es wurde auch sehr schön beschrieben, beide müssen arbeiten, müssen wir uns fragen, warum ist das so? Es ist deshalb so, weil die Steuern und Abgaben viel zu hoch ist. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, beide wollen arbeiten. In einer modernen Familie wollen ja auch beide berufstätig sein und Frauen Karriere und Familie verbinden. Und hier haben wir eben das Auto gesehen. Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, werden so stark besteuert an der Zapfsäule. Wir haben beispielsweise im Vergleich zum letzten Jahr eine Steigerung vom Benzin und Diesel von 25%. Wenn die Familie jetzt noch heizt, das wurde überhaupt gar nicht angesprochen, dann müssen wir konstatieren, dass das Heizöl im Vergleich zum letzten Jahr um 50% angestiegen ist. Und das gesamte Konzept in Deutschland funktioniert nicht mehr für arbeitende Familien, weil der Arbeitnehmer viel zu stark belastet ist. Und dementsprechend sagen wir ganz klar, entlastet die Familien. Und wenn ich dann auch gerade so gehört habe, auch von den Regierungsparteien, sie hatten ganz lange Zeit und es wurde nichts gemacht, dann tun Sie endlich was. Und Frau Giffey, vielleicht auch ein kleiner Hinweis an die SPD, wenn beide arbeiten, wenn ein Ehepaar arbeitet, dann darf es nicht sein in einem Industrieland, dass sie Anträge ausfüllen und vielleicht irgendwann stempeln gehen. Das darf so nicht sein. Tun Sie etwas dagegen. Okay. Denn das, was hier, in Deutschland passiert, das ist leider sozial ungerecht. Es ist angekommen. Ich würde Herrn Spahn noch... Wie war zunächst der erste Eindruck der Sendung? Die Kandidaten standen gemischt. Es war nicht so, dass Alice Weidel ganz rechts außen stand und als allerletztes dran kam und von der Kamera nie gezeigt wurde, wie wir es schon in der Vergangenheit schon erlebt haben, sondern sie kam sogar relativ am Anfang dran und sie stand zwischen den anderen, also nicht irgendwie abgegrenzt. Ich glaube auch, dass die Kandidaten insgesamt ungefähr gleich lang gesprochen haben.
Wie aber fand nun die Manipulation statt? Es war der Einspieler zum Klima. Es war ein relativ langer Beitrag und er war unsachlich und emotionalisierend. Wobei auch interessant war, dass das Wort Treibhauseffekt kommt überhaupt nicht vor. Es kam in der Sendung kein einziges Mal vor. Man hat so das Gefühl, dieser Begriff, der soll jetzt so heimlich, sollte so aussterben. Früher in den 2000ern war immer vom Treibhauseffekt die Rede. Auch in den ganzen Schulbüchern. Überall steht ganz groß der Treibhauseffekt. Es ist so, dass es 1909 ein Experiment gab, in dem der Treibhauseffekt im Treibhaus widerlegt wurde. Das heißt, das, was man jetzt für die Erdatmosphäre behauptet, dass es das im Treibhaus gibt, das gibt es im Treibhaus gar nicht. Also jedenfalls nicht messbar. Das Experiment wurde wiederholt und hat man das also eindeutig festgestellt. Das heißt, das ist eigentlich ein Fehlbegriff. Und ja, anscheinend früher war das okay, aber jetzt in Zeiten, wo jeder das Internet nutzt, möchte man jetzt diesen Begriff heimlich aussterben lassen. Wir selbst können nicht sagen, ob es einen Klimawandel, ob der menschengemacht ist, ob es eine Katastrophe gibt. Das wissen wir nicht. Bei genauem Betrachten zeigt sich eine große Abhängigkeit von Wissenschaftlern. Und es scheint ja kein Problem für die Allgemeinheit. Die Wissenschaftler kontrollieren sich gegenseitig und die Medien kontrollieren die Wissenschaft. Also wir haben ja auch in Deutschland, die Wissenschaftler haben immer noch einen sehr guten Ruf. Wir haben jetzt hier eine große Mehrheit von Wissenschaftlern, die sagt, es kommt die Klimakatastrophe. Es gibt gar keinen Zweifel. Der menschengemachte Treibhauseffekt, oder er wird ja heute so nicht mehr genannt, auf jeden Fall der menschengemachte Klimawandel, er ist katastrophal und das ist, das steht fest und das ist eine Frage von wenigen Jahrzehnten. Wenn man jetzt den Standpunkt vertritt, dass das nicht wahr ist, dann sagt man gleichzeitig, dass diese Wissenschaftler nicht wahrheitsgemäß aussagen. Und da an der Ausbildung vieler Wissenschaftler kein Zweifel besteht, die das behaupten, kann es nur die Möglichkeit geben, dass sie täuschen. Und das heißt, es müssten ganz viele Leute täuschen. Und die Medien müssten mittäuschen. Und diese Behauptung ist so monströs, dass sie eigentlich zu unglaublich ist, dass man sie glauben mag. Für die normalen Leute. Man denkt sich, es steht doch überall in den Schulbüchern, der Treibhauseffekt, das ist doch klar. Das heißt, es drängt sich der Verdacht auf, okay, die AfDler, sie wollen halt Auto fahren. Sie wollen nicht nachhaltig sein, sie sind zu faul. Sie sind nicht nachhaltig, sie sind Egoisten. Sie sind faule Egoisten, die ja psychisch ein bisschen gestört das halt wegleugnen. Also nicht ernst zu nehmen. Die AfD muss, wenn sie die Leute überzeugen will, darlegen, wie sie selbst zu der Überzeugung kommt oder wie wir zu der Überzeugung kommen, dass es die Klimakatastrophe nicht gibt, dass keine Katastrophe droht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir eigentlich zu der Überzeugung? Das müssen wir uns selbst bewusst machen. Und es so, also die Argumente, die uns überzeugt haben, die müssen wir den Leuten schildern. Und aus meiner Sicht gibt es ganz viele Argumente. Aber das Überzeugendste ist die mangelnde Glaubwürdigkeit des IPCC und der damit verbundenen Wissenschaftler. Im IPCC-Bericht von 1990 sah die Rekonstruktion der vergangenen 1000 Jahre noch so aus. Es war also eine wellige Kurve. Im Mittelalter ging die Kurve nach oben, dann kam die kleine Eiszeit und wir waren heute irgendwo so im Mittelfeld. Und dann plötzlich 1999, knapp 10 Jahre später, kommt eine radikale Wende. Statt dass es vorher hügelig war, ist es jetzt relativ flach, leicht abfallend. Die letzten 100 Jahre steigt es ganz steil an. Und diese Kurve, das wissen die meisten Leute nicht, sie ist extrem wichtig, weil darauf stützen sich die ganzen Behauptungen, dass die Katastrophe kommt, dass wir also einen unkontrollierten Temperaturanstieg haben, der beispiellos ist, den es vorher nicht gab. Und was die meisten Leute nicht wissen, das stützt sich alles auf diese Kurve. Und die Kurve wurde dann immer ein bisschen abgeändert, aber im Kern ist es diese Kurve. Was die Leute nicht wissen ist, dass Michael Mann, der Ersteller der Kurve, nicht dargelegt hat, wie er diese Kurve eigentlich gemacht hat. Also auch schon in den 2000ern nicht. Wir in der Öffentlichkeit haben aber ja immer den Eindruck vermittelt bekommen, es gibt keinen Zweifel, das ist vollkommen klar. Das ist hundertprozentig seriös. Es ist dann 2016 etwas Folgenschweres passiert. Und zwar hat der Wissenschaftler Tim Ball an der Stelle einer hügeligen Version der Rekonstruktion der vergangenen 1000 Jahre hat Michael Mann unseriös genannt oder irgendwas in der Art. Also er hat ihn in seiner Integrität angegriffen, wegen dieser Kurve. Dann hat Michael Mann dagegen geklagt, also dass er das nicht mehr sagen darf. Dann hat das Gericht aber, damit hat Michael Mann anscheinend nicht gerechnet, hat verlangt, dass Michael Mann vorlegt, wie er diese Kurve erstellt hat. Und Michael Mann hat das aber nicht gemacht. Das heißt, Michael Mann war es dann lieber, den Prozess zu verlieren, als vorzulegen, wie er diese Kurve gemacht hat. Und wir erinnern uns, diese Kurve wurde vom IPCC ausgewählt. Und war dann die Grundlage für die ganze Klimahysterie.
also für die Klimakatastrophe, für den unkontrollierten Anstieg, für die er jetzt nicht die Daten vorlegen will. Das wurde in den Medien überhaupt nicht transportiert, aber die Bedeutung ist ungeheuerlich. Das heißt, diese ganze Kurve, der IPCC hat eine Schrottkurve ausgewählt und sie zur Grundlage, also es war die Grundlage allen politischen Handelns in Deutschland, zu einem großen Grad und auf der Welt. Und die Medien haben darüber nicht berichtet, obwohl es auch schon viele Hinweise gab in den 2000ern, dass die Kurve, dass das nicht hieb- und stichfest ist. Das heißt, was bedeutet das? Die großen Medien haben kartellartig geschwiegen. Und die Politik auch. Und die Wissenschaftler, sie sind gut ausgebildet, das heißt, sie müssen falsch gespielt haben. Das geht allein aus dieser Sache geht es eindeutig hervor. Wenn man das den Leuten schildert, also für mich ist das vollkommen klar, und dann muss den Leuten das auch klar werden. Aber diese Schilderung mit dem Hockeyschlägerprozess, das macht die AfD bisher nicht. Sondern die AfD sagt bisher immer nur, es gibt hier ein paar Wissenschaftler, die sagen das eine und ein paar Wissenschaftler, die sagen das andere. Das ist aber nicht überzeugend. Sondern überzeugend ist es erst, wenn es konkret wird, wenn man das schildert. Aber wahrscheinlich wissen es viele in der AfD auch nicht. Wahrscheinlich, vielleicht weiß es Alice Weidel gar nicht. Man muss ja daran denken, Alice Weidel hat viel zu tun, es gibt viele politische Themen und sie weiß das vielleicht gar nicht so genau. Sondern die AfD hat den Beschluss gefasst, da gab es Experten, da haben die den Beschluss gefasst, es erschien allen einleuchtend. Und dann vertritt Alice Weidel jetzt diese Position. Es soll sachlich darüber diskutiert werden, was ja auch richtig ist. Aber richtig überzeugen tut man die Leute eben erst, wenn es konkret wird. Und es gibt noch andere starke Hinweise. Zum Beispiel hat der bekannte Meteorologe Mujib Latif behauptet, Ende der 90er, in den 2000ern wird es keine Winter mehr mit Schnee geben. Es gab aber in den 2000ern einige Jahre mit Schnee. Und er hat also behauptet, es würde mehr Westdrift geben. Aber das Gegenteil war der Fall. Das ist natürlich peinlich, weil als seriöser Wissenschaftler kann man nicht einfach so eine Behauptung machen. Aber die Medien haben das im Nachhinein nie aufgegriffen. Oder Schellenhuber, der also auch ganz klar erklärt hat, der Himalaya, also da gibt es wahrscheinlich 2035 keine Gletscher mehr. Und viele fragwürdige Aussagen. Und dazu kommen die Modellrechnungen. Es wurde ja auch in den 1990ern und 2000ern wurde also einem verkauft, ja, es gibt also diese Klimamodelle, die sagen sehr sicher voraus, wie das Klima wird. Und da wurde immer von einer Beschleunigung wurde ausgegangen. Es wird also immer schneller, immer noch wärmer und dann kommt die Katastrophe. Durch die Rückkopplung. Weil das Arktiseis kleiner wird, kann die Sonne die Arktis besser erwärmen, also mehr dunkle Fläche, mehr Erwärmung und dadurch geht das immer schneller und dann kommt die Katastrophe. Es ist aber so, seit 2011 gibt es kein neues Minimum mehr. Das heißt, der Tiefstand von 2011, das ist mittlerweile 10 Jahre her, er wurde nie mehr unterboten. Sondern es war zwar auf relativ niedrigem Niveau, aber es hat sich eigentlich stabilisiert. Also es ist eine abflachende Kurve, kann man sagen. In den 2000ern nahm es relativ schnell ab, aber seit den 2010er Jahren ist nicht mehr so viel passiert. Und wir haben jetzt Anfang September, wenn man die aktuellen Karten vergleicht, also Anfang September ist das Minimum normalerweise, es ist deutlich mehr als 2011 und noch mehr als 2007. Und was sagt das? Wir hatten in den letzten Jahren hatten wir weniger Sonnenaktivität, also weniger Sonnenflecken, das heißt, die Erde wird weniger stark erwärmt. Und diejenigen, die eine Klimakatastrophe propagieren, sie haben 2007 gesagt, in 5 Jahren wird es an der Arktis im Sommer kein Eis mehr geben. Also würde alles abtauen. Dann hat man gesagt, in 20 Jahren. Und jetzt sagt man heute, in 50 Jahren. Weil aber die Medien nie transportieren, die Fehler, die gemacht wurden, denken die Leute, ja, 50 Jahre, das sagen alle Wissenschaftler, das glauben wir. Und wenn die AfD die Leute überzeugen will, dann muss sie diese ganzen Fehler aufdecken. Und vor allem, die muss sie aufdecken. Das Allerwichtigste ist, dass die Medien nicht darüber berichten. Dass die Medien es nachträglich immer verschweigen. Sodass es in Vergessenheit gerät. Oder eben über gewisse Dinge gar nicht berichten, wie die Hockeyschlägerkurve. Und sie über ganz essentielle wissenschaftliche Arbeit nicht berichten. Beispielsweise von Gerhard Gerlich, der sich die Mühe gemacht hat, mit Scheuschner Treibhauseffekte zu widerlegen. 23 Stück. Was die Medien auch nicht erzählen, was auch wirklich ins Bild passt, dass also ein Physik-Nobelpreisträger gesagt hat, er hat sich einen Tag lang hingesetzt und hat gesagt, das ist Blödsinn. Und die gleiche Kerbe schlagen auch Gerlich und Scheuschner. Und Gerlich ist nicht irgendwer. Er hat ein physikalisches Institut geleitet über Jahrzehnte. Also das ist ein Pensionär, er ist unabhängig. Er kann nicht irgendwie bestochen werden. Normalerweise, also in so einem Alter. Und bei Gewa ist es genau das Gleiche. Und diese Leute werden systematisch ausgeschwiegen. Aber die AfD muss
wenn sie die Leute überzeugen will, muss sie deutlich machen, dass es Leute mit Renommee sind. Was die Leute auch nicht wissen, ist, dass theoretische Physik, dass die eigentlich zuständig sind für so eine Berechnung des Klimas. Und es gibt kein Institut für Klimaforschung, weil das nicht geht, weil es zu komplex ist. Wer genau aufpasst, merkt, es heißt das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und warum? Weil man Klimafolgen erforschen kann. Das heißt, die ganzen Wissenschaftler selbst, sie wissen, Schellenhuber und diese ganzen ausgebildeten Physiker, die für das PIK arbeiten, sie wissen selber, dass das nicht Wissenschaft ist, diese Behauptungen über das Klima, weil sonst würden sie ihr Institut für Klimaforschung nennen. Aber weil das zu komplex ist, weil das nicht geht, weil so ein Modell eben keine Wissenschaft ist und sie das genau wissen, nennen sie ihr Institut natürlich nicht so, sondern der normale Mensch merkt dann nicht, aha, das heißt Institut für Klimafolgenforschung. Auf diese ganzen Widersprüche kann die AfD hinweisen. Die Frage ist ja jetzt, ob wir was tun, damit er in 20 Jahren nicht davon belastet ist, dass die Klimakrise immer weitergeht, dass die Erhitzung der Städte immer weitergeht, dass Till so aufwachsen kann, dass er noch selber frei entscheiden kann. In der Vergangenheit waren die Städte weniger asphaltiert und es wurde weniger geheizt. Es gibt einen bekannten Effekt, dass in Städten höhere Temperaturen gemessen werden oder im Stadtbereich. Das sind 1 bis 2 Grad ungefähr. Also das ist bekannt, das wird nicht bestritten. Und jetzt hat Karin Göring-Eckardt gesagt, Erhitzung der Städte. Und warum? Weil natürlich im Vergleich zu früher es in den Städten wärmer geworden ist. Und aus meiner Sicht kann das kein Zufall sein, dass sie jetzt Stadterhitzung gesagt hat. Weil wie kommt man sonst auf die Idee, wenn man das nicht weiß, dass die Städte wärmer werden und diese Statistiken kennt? Das bedeutet ja, dass sie das umreißt. Und sie macht also jetzt hier groß, ruft die Klimakatastrophe aus, spricht aber von der Stadterhitzung. Aus meiner Sicht ein klarer freudscher Versprecher, der spätestens jetzt deutlich macht, dass natürlich Katrin Göring-Eckardt nicht glaubt an das, was sie sagt. Im Folgenden möchte ich euch noch einmal das Interview zeigen mit Gerhard Gerlich, das für mich wirklich bahnbrechend war, kann man sagen. Das Problem ist ja, dass man in kurzer Zeit den Leuten die wichtigen Dinge verdeutlicht. Das heißt, man muss eigentlich ein guter Lehrer sein, um den Leuten zu erklären, warum die Wissenschaftler täuschen oder warum viele Wissenschaftler täuschen, warum die Politik täuscht oder überhaupt, dass sie täuscht. Dass es Widersprüche gibt, die es eindeutig nahelegen. Und das hat Gerhard Gerlich aus meiner Sicht hat es perfekt gemacht. Jetzt am Telefon verbunden mit einem ausgewiesenen Experten, nämlich Professor Gerhard Gerlich von der Technischen Universität in Braunschweig. Grüße Sie, Herr Professor Gerlich. Guten Morgen, Herr Wisniewski. Grüße Sie, Herr Professor. Eine Bitte hätte ich vorweg. Könnten Sie mir ein bisschen was über Ihren Tätigkeitsbereich sagen? Ja, ich bin Universitätsprofessor für das Fach Theoretische Physik in Forschung und Lehre seit 1978 an der TU Braunschweig. Und Theoretische Physik ist eben der Bereich der Naturbeschreibung, der eben mit mathematischen Mitteln und Methoden und Verfahren eben versucht, die Natur zu beschreiben. Wo ist denn da jetzt eigentlich so die Verbindung zu dieser sogenannten Klimaforschung mit der Theoretischen Physik? Klimaforschung muss man unterscheiden zwischen der klassischen Klimatologie, die ist jetzt also nicht gemeint, sondern es ist die moderne Globalklimatologie, die gar keine Wissenschaft ist und die aber in Wirklichkeit behauptet, mit gewissen Modellrechnungen und mit Computersimulationen irgendwie das Wetter oder das Klima vorauszurechnen. Und diese sind ganz klar theoretische Modellrechnungen und das ist eigentlich der Job der theoretischen Physik. Die theoretischen Physiker sind aber in diesem Bereich überhaupt nicht tätig, sodass man sagen kann, dass nur fachfremde Leute Computersimulationen da machen. Das heißt, man braucht also diese theoretische Physik für das, was uns hier alle umtreibt, nämlich diese berühmten Klimamodelle. Insofern sind Sie ja genau der richtige Experte, mit dem wir jetzt hier reden. Ja, und ich kann dazu sagen, auch gleich die Kritik an diesen Klimamodellen, dass die nicht nachvollziehbare Aussagen machen und die nicht mal Fachkollegen überprüfen können. Und sowas nennt man normalerweise keine wissenschaftlichen Aussagen. Deshalb bestreite ich auch, dass es sich um eine ordentliche Wissenschaft handelt, die besser ist als die Astrologie oder zum Beispiel das Kaffeesatzlesen. Sie sind ja auch so ein bisschen prominent geworden, unter anderem als Kritiker dieser offiziellen Klimakatastrophenversion. Was gefällt Ihnen daran eigentlich nicht? Ja, dass es eine professionelle Lüge ist. Inwiefern? Ja, dass jedem naturwissenschaftlich Ausgebildeten muss es klar sein, dass es diesen Treibhauseffekt, diesen atmosphärischen Treibhauseffekt nicht gibt. Und trotzdem wird da eine Klimakatastrophe
abgeleitet, indem man eine Beziehung herstellt zwischen dem Kohlendioxidgehalt der Luft und der mittleren Erdtemperatur, die man weder messen noch berechnen kann. Und auch der Kohlendioxidgehalt der Luft ist so klein, dass er auf die messbaren thermodynamischen Eigenschaften eines Gasbereiches keine Auswirkungen hat. Man kann es also alles nie messen. Und der ganze Treibhauseffekt beruht auf schlechten Rechnungen, die nicht mit Messungen abgedeckt sind. Jetzt wird ja hier immer mit einer mittleren Erdtemperatur gearbeitet. So, als könnte man diese mittlere Erdtemperatur feststellen. Diese mittlere Erdtemperatur ist ja sozusagen schon die Voraussetzung für alles Weitere. Wie kommt die eigentlich zustande und wird die eigentlich überhaupt seriös ermittelt? Ja, das ist meine Hauptkritik. Da 70% der Erdoberfläche sind die Ozeane und auf denen gibt es ganz wenige Wetterstationen gewisserweise. Auf dem Land, da gibt es eben auch Wetterstationen und das Gitter ist so groß, dass man da keine vernünftigen Mittelwerte eigentlich bestimmen kann. Und deshalb ist diese Mittelwertstemperatur, auch aus physikalischen Gründen, ist es eigentlich keine echte Temperatur, die irgendeinen Aussagewert hat. Und man kann das auch erkennen, wenn man einen Wetterbericht hat, dann sieht man lauter verschiedene Temperaturen, sogar in Deutschland, und keineswegs irgendeine Mittelwertstemperatur, die nämlich völlig aussagelos ist. Sie meinen, das Messraster für diese sogenannte Mitteltemperatur der Erde ist viel zu grob? Es ist viel zu groß überhaupt für vernünftige Aussagen und für die Modellrechnung ist es völlig ungeeignet, weil man da ganz kleinräumiges Raster braucht, was überhaupt nicht realisiert werden kann. Das würde ja bedeuten, also dass man schon bei dieser Erdmitteltemperatur sich sozusagen oder bei dieser Erddurchschnittstemperatur im Bereich der Fantasie bewegt. Das ist auch meine Aussage. Jeder kann das auch kontrollieren. Das Drucke, Hochdruck, Windgeschwindigkeit, alles Mögliche ist viel wichtiger für eine Wettervoraussage, die auch normalerweise nur kurzfristig und lokal einen Sinn hat und diese globalen, das sind eben ausgedachte Zahlen, überhaupt keine Bedeutung haben. Jetzt eine Frage. Diese sogenannte Klimaforschung und die ganzen Prognosen in Sachen Klimakatastrophe arbeiten doch immer mit diesem Modell des Treibhauses oder des Treibhauseffekts. Was ist denn zu diesem Modell zu sagen? Man muss unterscheiden zwischen dem normalen Treibhauseffekt, der auch Glashauseffekt heißt, dass man zum Beispiel in einem Auto, das in der Sonne steht, im Sommer, dass da, wenn man das mehrere Stunden in der Sonne hat stehen lassen und man kommt dann dazu und dann ist es im Inneren des Autos ganz heiß. Und dieser Effekt wird üblicherweise falsch erklärt, indem man da behauptet, das liege an den Absorptionseigenschaften der Scheiben und in Wirklichkeit ist es nur die unterdrückte Konvektion beziehungsweise die unterdrückte Luftkühlung, die man außerhalb des Autos hat. Also der Effekt ist also so zu erklären, dass man innerhalb des Autos höhere Temperatur hat als außerhalb des Autos. Das ist also dieser Effekt. Der atmosphärische Kohlendioxid-Treibhauseffekt wurde ursprünglich erklärt, dass er was Ähnliches ist wie in einem Auto. Und dieses ist eben eine bewusste Lüge und die einfach falsch ist. Habe ich das richtig verstanden? Das Treibhaus funktioniert nicht so, dass es die Wärmestrahlung in erster Linie festhält, sondern dass es die Luft festhält. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist das normale Treibhaus. Außerhalb des Autos ist das nicht gegeben bei der normalen Betrachtungsweise, wenn ich also die Atmosphäre mir angucke. Da gibt es keine solche eingesperrte Luft. Das würde also heißen, die Erde kann deshalb kein Treibhaus sein, weil sozusagen immer von der Klimaforschung, die da lautet, je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, umso wärmer wird es. Was sagen Sie dazu? Im Prinzip, wenn man physikalische Gesetzmäßigkeiten benutzt, ist wahrscheinlich der Effekt sogar umgekehrt. Und das ist nicht nur von mir ausgesagt, sondern es gibt berühmte Kollegen, die das Gleiche sagen. Und wenn man jetzt etwas mehr CO2 hätte in der Atmosphäre, würde das nichts ausmachen? Ja, das würde sogar den Pflanzenwuchs verbessern. Jetzt wird ja immer so ein bisschen behauptet, Menschen, die beispielsweise wie Sie dieser ganzen Klimakatastrophe skeptisch gegenüberstehen, sind im Grunde genommen sowas wie Umweltfeinde. Was sagen Sie dazu? Ja, dagegen habe ich mich immer schon gewehrt, weil ich mich um die Umwelt schon gekümmert hatte, als keiner davon öffentlich redete. Jetzt gibt es ja häufig noch einen Vorwurf an solche Klimakritiker wie Sie, aber vielleicht auch an mich, nämlich der, wir seien wahrscheinlich von der Ölindustrie gekauft. Was sagen Sie dazu? Das bedauere ich sehr stark,
denn ich warte die ganze Zeit auf diese Millionen, die ich da bekommen soll. Und leider ist das eher ein Zusatzgeschäft und man musste diese Diskussion eben neben seinem Beruf durchführen. Einfach weil diese ganze Klimadiskussion, das ist sowas wie Kaffeesatzlesen, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, Herr Professor Gerlich, dann hat man ja das Gefühl, diese ganze Klimakatastrophe könnte so eine Art Phantom sein. Ist das richtig? Es ist ein Mittel, den ärmeren Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, das dann die Spekulanten und die Großfirmen, also die Energiefirmen, dann abkassieren können, ohne dass man sie kritisieren darf. Ja, weil wir gerade von der Industrie auch reden. Was ich nicht verstehe, wie ist das überhaupt mit der Automobilindustrie? Also hier wird ja eigentlich deren zentrales Produkt so ein bisschen verteufelt als ein Klimakiller. Und diese Industrie lässt sich das ja mehr oder weniger einfach so gefallen. Wie erklären Sie sich das? Das ist das, was mich am meisten stört an dieser ganzen Diskussion. Als ich einstieg, das war 1995, in diese Klimadiskussion, da war jedem klar, dass das alles Unsinn ist. Und da waren auch Vertreter der Automobilindustrie da und die haben sich also öffentlich sehr stark zurückgehalten. Und ich hatte dann auch Bekannte darunter und fragte sie, nein, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und ich fragte mich immer, wieso sind die nicht klar auf der Seite der Kritiker? Aber das ist ganz einfach. Plötzlich können sie nämlich Gründe finden, dass man die alten Autos verschrottet und dass man lauter neue Autos kauft. Und die haben ja immer erkannt, dass es ein sehr gutes Geschäft ist, wenn man ohne echte technische Neuerungen neue Autos verkaufen kann. Das heißt, das wäre so eine Art künstliches Verfallsdatum für Automobile, diese ganze Klimadiskussion? Genau. Jetzt eine Frage, Herr Professor Gerlich. Was glauben Sie, wie wird diese Klimadiskussion weitergehen? Wie ist so Ihre Prognose? Wie wird es mit dieser Hysterie weitergehen? Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass es ja ein politisches Mittel ist. Und zwar, um die Individualrechte der Leute einzuschränken. Nicht? Man sagt, ja, die große Klimakatastrophe, da müssen wir alles investieren in diesem Bereich. Dann werden dadurch die Kriege, die stattfinden, werden verniedlicht. Die sind gar nicht so wichtig wie die größte Katastrophe, die mit der der Menschheit jetzt zu tun haben wird. Und auf die Weise kommt es so, dass wir eben erhöhte Benzinpreise zahlen müssen und die letzten Endes immer wieder die einzelnen Personen trifft. Und das ist eben diese Tendenz, die Individualrechte einfach einzuschränken. Und wenn wir da politisch nicht dagegen irgendwas unternehmen, können wir mit wissenschaftlichen Argumenten, können wir da nicht kommen. Eine Frage, Herr Professor Gerlich, würde mich noch interessieren. Und zwar, warum spielt die Wissenschaft da eigentlich mit? Was hat die davon? Ich würde mich dagegen wehren, dass die Wissenschaft mitmacht. Das sind bestimmte Wissenschaftler. Die UNO hat das eingesetzt, dieses Gremium, was finden sollte, dass CO2 eine Klimaänderung bewirkt und dass es von den Menschen ausgelöst ist. Und diesen Beweis haben sie versucht zu erbringen, indem eigentlich nur fachfremde Leute da jetzt tätig waren und dann Wahrscheinlichkeiten von Wahrscheinlichkeiten ausgesagt haben, die man überhaupt nicht verifizieren kann. Und das ist letzten Endes völlig nicht wissenschaftlich, sondern politisch sind da diese Berichte erstanden vom IPCC. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel Forschungsgelder beantrage für irgendein Forschungsvorhaben, ist es dann tatsächlich so, dass diese Gelder leichter fließen, wenn ich auf diese Klimadiskussion Bezug nehme? Ja, da haben Sie mir die Aussage vorweggenommen. Das ist genau der Grund. Und da hat auch ein Kollege hat gesagt, wenn er da irgendwelche Eichhörnchen untersuchen will, dann hat er Schwierigkeiten, den Forschungsantrag zu begründen. Aber wenn er reinschreibt, dass das klimarelevant ist, dann sprudelt das Geld sofort. Das war Herr Professor Gerhard Gerlich von der Technischen Universität Braunschweig. Herzlichen Dank, Herr Professor Gerlich, und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Wisniewski. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.